Flugplatz Emden an der Nordsee. Ein Hubschrauber schwebt ein für besonders wertvolle Fracht. Maschinenbaustudentinnen. Nevena Petrasevic von der Personalabteilung eines großen Energiekonzerns umwirbt zukünftige Ingenieurinnen. Das ist ganz wichtig, besonders im Hinblick auf den jetzt schon existenten Fachkräftemangel, aber auch im Hinblick auf den zunehmenden zukünftigen Fachkräftemangel. Die Studentinnen erwartet ein Highlight. Sie wollen den ersten Windpark auf hoher See besuchen. Ich habe die Reise auf mich genommen, weil ich wusste, dass es total spannend sein wird, hier das erleben zu dürfen, mit dem Helikopter zu fliegen und die Windenergie zu erleben. Der Flug soll zum Windpark Alpha Ventus gehen, 45 Kilometer nördlich von der Insel Borkum. Noch immer begeistern sich zu wenige Frauen für Technik. Dabei fehlen der deutschen Wirtschaft schon jetzt bis zu 30.000 Ingenieure jedes Jahr. Die Unternehmen müssen sich für die Mitarbeiter von morgen einiges einfallen lassen. Doch das Wetter spielt nicht mit und der Pilot fliegt statt über die Nordsee die Küste entlang. Ich denke, dass so eine Aktion sehr viel bringt, da man dadurch motiviert wird. Und ich denke, wenn das Arbeitsklima die Motivation für die Arbeit mitbringt, ist das fast wichtiger als Gehalt. Während in anderen Ländern Europas selbst der Hochschulabschluss kein Garant für einen Arbeitsplatz ist, sieht die Situation in Deutschland, Österreich und der Schweiz wesentlich besser aus. Der Energiekonzern möchte sich rundum als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Zurück auf dem Boden steht ein Besuch in der Küstenleitwarte an. Kann man sehen, das ist die Küstenlinie. Hier in der Mitte ist unser Windpark. Gelingt es nicht, freie Stellen mit qualifiziertem Nachwuchs zu besetzen, leidet die Wirtschaft darunter sehr. Der Mangel an Fachkräften durchdringt beinahe alle Bereiche der Wirtschaft. Und es werden nicht nur Akademiker gesucht, ganz im Gegenteil. Auf allen Ebenen der Berufsausbildung buhlen Arbeitgeber um die fähigsten Mitarbeiter. Der Kampf um die besten Köpfe hat begonnen. Der Kampf um die besten Köpfe beginnt schon sehr früh. Wenn in der Grundschule die Entscheidung ansteht, welche Schulform folgen soll, wollen die meisten Eltern nur das Beste fürs Kind. Gymnasium, Abitur, Studium. Der mittlere Bildungsweg, also Haupt- oder Realschule mit anschließender Berufsausbildung, gilt vielen nur als die zweitbeste Möglichkeit. So wie ich das jetzt hier mache, ja? Die Arbeitgeber sehen das ganz anders. In Schnuppertagen oder langfristigen Projekten möchten sie die Schüler schon früh für ihre Branche, ihren Betrieb begeistern. Wenn nur einer der Schüler später als Azubi zurückkehrt, war das Schulprojekt ein Erfolg. München. Im März fand hier die internationale Handwerksmesse mit rund 1000 Ausstellern aus 60 Gewerken statt. Darunter Schreiner, Dachdecker und Zweiradmechaniker sowie Orthopädietechniker. Wenn sogar Angela Merkel Hand anlegt, steht das Handwerk einen Moment lang im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Und diese Öffentlichkeit versucht der Handwerksverband zu nutzen, denn er hat Sorgen, Nachwuchssorgen. Die Szene hat sich total gedreht durch die Demografie. Wir haben weniger Schulabgänger in allen Bereichen. Zwar jetzt den doppelten Abiturjahrgang, damit nivelliert sich das nochmal ein wenig. Aber ansonsten haben wir weniger Schulabgänger und damit natürlich reichen die Lehrstellen, die früher etwas knapper waren, mehr als aus. Nur wer Abitur macht, so scheint es, hat das Bildungsziel erreicht. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erklärt, dass sich mit dem Abitur die beruflichen Chancen verbessern. Und so steigt die Abiturientenquote jedes Jahr um ca. 1% an. Laut OECD könnten es in Deutschland noch mehr Abiturienten sein. Diese Forderung kommt immer wieder und
Wir stehen dann meist auch in der Forschung etwas irritiert daneben. Ist das wirklich der Trend der Zukunft, dass 70% eines Jahrganges ein akademisches Studium machen? Oder, und das wäre meine Meinung, und deswegen bin ich da auch nicht auf der Linie der OECD, oder wäre es nicht viel klüger, wir bauen unseren zweiten Weg, das duale System der Berufsausbildung, konsequent weiter aus und sorgen dafür, dass es Anschluss findet, auch an eine hochqualifizierte akademische Ausbildung. Doch die OECD misst den Bildungserfolg eines Landes vor allem daran, wie viele Studienberechtigte es in einem Jahrgang hervorbringt. Mit 93% steht Finnland ganz vorne, gefolgt von Spanien und Italien. Auch Länder wie Japan und Korea erhöhten die Zahl ihrer Studienberechtigten enorm. Nach Griechenland belegt Deutschland den letzten Platz. Nur 40% eines Jahrgangs erlangen das Abitur und 15% die Fachhochschulreife. Damit bleiben die Deutschen immer noch weit unter dem OECD-Mittel. Doch was ist der Bildungserfolg der Mittelmeerländer wert? In Südeuropa herrscht eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Madrid im Frühjahr 2012. Die sozialen Spannungen wachsen und Hunderttausende, vorwiegend Jugendliche, gehen auf die Straße. Sie nennen sich die verlorene Generation, weil sie keine Perspektive haben. Nach den gewalttätigen Protesten in Rom bleibt nur Resignation. Noch schlimmer ist es in Griechenland. Auch hier nutzt vielen der Uni-Abschluss nichts. Sie sind ausgebildet für Jobs, die es nicht mehr gibt, weil sie niemand bezahlen kann. In Griechenland steigt die Jugendarbeitslosigkeit im Januar 2013 auf dramatische 60%. In Spanien sieht es kaum besser aus. In Italien und selbst in Finnland sind die Zahlen noch alarmierend. Deutschland steht ebenso wie Österreich und die Schweiz viel besser da, und das trotz niedriger Abiturientenquote. Muss Bildungserfolg neu definiert werden? Jedes Land hat eigene Ursachen für eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Doch es gibt auch Parallelen. In Ländern mit einer hohen Zahl von Studienberechtigten finden traditionelle Berufe wie diese italienischen Gondelbauer keinen Nachwuchs mehr. Viele junge Menschen hoffen durch ihre Höherqualifizierung auf besser bezahlte Jobs. Hinzu kommt, die Berufsausbildung in Südeuropa nur an Schulen statt. Reine Theorie. Weit entfernt von der Praxis und ohne Garantie, nach der Ausbildung vom Betrieb übernommen zu werden. Ist das duale Ausbildungssystem der Grund für die niedrige Jugendarbeitslosigkeit? Deutsche Jugendliche absolvieren ihre berufliche Ausbildung an zwei Lernorten: im Betrieb und an der Berufsschule. Außer in Deutschland ist dieses duale Ausbildungssystem weltweit nur noch in Österreich und der Schweiz anzutreffen. In rund 900 verschiedenen Ausbildungsberufen steht den Lehrlingen ein qualifizierter Ausbilder zur Seite, wie hier Cornelius Gellert in einem Werbetechnikunternehmen in Berlin. Er begleitet seine Schützlinge durch die dreijährige Ausbildung. Cornelius Gellert fasst zusammen, was ein Lehrling heutzutage mitbringen sollte. Ja, sieht gut aus, ja. Schulabschluss, was ist wichtig? Führerschein ist heute zum Beispiel auch wichtig für den Beruf, weil wir hier nicht nur im Innenbereich arbeiten, sondern auch im Außenbereich unterwegs sind. Aber grundsätzlich ist es Ausbildungsbereitschaft. Cornelius Gellert hätte in diesem Jahr 3 Auszubildende nehmen können. 2 hat er gefunden, der dritte Platz blieb frei. Ein bundesweiter Trend. Mehr als 30.000 Lehrstellen blieben 2012 unbesetzt. Dem stehen etwa 11.000 Bewerber gegenüber, die keine passende Lehrstelle gefunden haben. Die zweite Säule der dualen Ausbildung ist der Unterricht an den Berufsschulen.
Eine wirkliche Schlüsselstellung kommt den sogenannten Berufsschulen zu, das ist ganz klar. Ich selbst wünsche mir, dass sie zu hochmodernen Berufsausbildungszentren werden. Und ich denke mal, bei einem Drittel oder sogar einem höheren Anteil haben wir das auch schon erreicht, dass sich hier wirklich das Know-how bündelt, wie eine moderne Berufsausbildung aussehen muss und wie die Berufsanforderungen sind. Und dass das duale Ausbildungssystem tatsächlich hineinführt in eine solche moderne Struktur. Auch wenn die Unternehmen klagen, dass der Nachwuchs zu viel Zeit in der Schule verbringt, die Berufsschulen garantieren, dass jeder Azubi unabhängig vom Ausbildungsbetrieb die Grundlagen seines Berufes erlernt. Der Betrieb wiederum hat die Möglichkeit, Lehrlinge früh in die eigenen Arbeitsprozesse einzuweisen und sich somit zukünftige Fachkräfte zu sichern. Eine Investition in die Zukunft, die auf lange Sicht Früchte trägt. Das duale Ausbildungssystem, das Deutschland, Österreich und der Schweiz im internationalen Vergleich schlechte Bildungsnoten einbringt, weil hier weniger Schüler die Hochschulreife erlangen, ist andererseits ein Erfolgsmodell, weil es junge Menschen zielgerichtet für ihren Beruf ausbildet. Bonn. Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat Anfragen aus der ganzen Welt zur beruflichen Ausbildung. Im Moment ist ein regelrechter Hype um das duale System erfahrbar und spürbar. Das hat etwas damit zu tun, dass Deutschland im europäischen, wie aber auch im Weltvergleich wirtschaftlich sehr gut dasteht. Aber das ist nicht alles. Wir sind auch weltweit unterwegs mit dem Thema Umsetzung der dualen, der betriebsnahen Ausbildung. Hier haben wir sowohl Nachfragen von Ländern, die sich als oder in Richtung Schwellenländer bewegen, wie beispielsweise Kolumbien. Wir haben aber auch Schwellenländer, die auf dem Wege sind, wirtschaftsstarke Faktoren in der Welt zu werden, wie beispielsweise Brasilien, wie Südafrika, wie China, die durch die ganze Welt reisen und fragen, was ist das beste Ausbildungssystem, und bei uns landen und fragen, wie macht ihr das eigentlich? Deborah Okana will Mechatronikerin werden. Sie gehört zu den Ersten, die nicht mehr nach spanischen Ausbildungsvorschriften lernen. SEAT in Barcelona bildet seit Herbst 2012 Dutzende von Jugendlichen nach deutschem Vorbild aus. Das gab es noch nie hier in Spanien, dass die Ausbildung in der Schule und im Unternehmen stattfindet und wir hier Theorie und Praxis zusammenlernen. Es ist viel besser als das, was ich vorher gelernt habe. Früher gab es in 3 Jahren Ausbildung nur 600 Stunden Praxis. Heute sind es 2400. Die verschulte Ausbildung hatte einen schlechten Ruf. Das ändert sich gerade. Viele meiner Freunde beneiden mich um diese Ausbildung und es gibt inzwischen auch einen sehr großen Andrang hier an unserer Berufsschule. Tennessee. Hier hat VW 1 Milliarde Dollar in eine neue Fabrik investiert und ein Ausbildungssystem nach deutschem Vorbild eingerichtet. Trotz Rekordarbeitslosigkeit gibt es auch in den USA kaum gut ausgebildete Facharbeiter. 2000 Arbeitsplätze entstanden in Chattanooga im jobarmen Süden. Sogar US-Präsident Obama lobte das deutsche Modell in seiner Rede zur Lage der Nation. Das duale Ausbildungssystem gilt seitdem als Vorbild für Amerika. Kopieren erwünscht. Auch andere deutsche Firmen wie Siemens oder Stihl exportieren die zweigleisige Berufsqualifizierung. Entscheidend für den Erfolg sind neben den Lehrlingen vor allem die Ausbilder, die ihr Wissen weitergeben. Wir stellen diese Ausbildung natürlich zur Verfügung für die Leute, die wir jetzt einstellen, für die Produktion, Instandhaltung als Spezialisten oder Management. Und wir haben auch für die Zukunft vorgesorgt, dass wir die Berufsausbildung nach dem Vorbild Europa und Deutschland hier etabliert haben. Denn gut ausgebildete Fachkräfte sind ein echter Standortvorteil.
was nutzt es, wenn das duale Ausbildungssystem zum Exportschlager wird und im eigenen Land ein Mangel an Lehrlingen und Fachkräften herrscht? Unter Fachkräften versteht man nicht nur Ingenieure und Techniker in den sogenannten MINT-Berufen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Gerade in den gewerblichen Berufen fehlen Meister, Gesellen und Auszubildende. Klappt das mit dem Auftrag? Wunderbar, geht gut voran. Es ist noch nicht lange her, da fehlten die Lehrstellen. Heute mangelt es an Bewerbern. Jeder zweite Betrieb im Osten Deutschlands findet keine geeigneten Auszubildenden. Müssen sich die Unternehmen dauerhaft auf diesen Mangel einstellen? Oder ist es ausschließlich die anhaltend gute Konjunktur, die die Suche nach Mitarbeitern verschärft? Vorsicht, noch wissen wir nicht, ob wir eine andauernde Situation haben. Die jungen Leute selbst spüren das, die Shell-Jugendstudien etwa, andere Untersuchungen haben immer wieder nachgewiesen, die jungen Leute sind vorsichtig, sie gehen immer noch auf Nummer sicher, aber im Inneren sind sie schon überzeugt, dass die demografische Entwicklung jetzt für sie sprechen wird. Weil sie so wenige sind, weil ihre Jahrgänge so schmal sind, rechnen sie sich echte Chancen aus. Sobald eine gute Konjunktur auf geburtenschwache Jahrgänge trifft, müssen die Unternehmen sich dauerhaft umstellen und ihre Erwartungen an den Nachwuchs herabschrauben. Denn in manchen Branchen haben die Chefs bei den Bewerbern wenig oder gar keine Auswahl mehr. Metzger, Bäcker, Köche, Fachkräfte im Gastgewerbe, die Stellen können sie derzeit nicht mehr besetzen. Und die Leute oder die Schüler, die kommen, haben oft zu wenig Interesse. Sie wollen einfach die Arbeit nicht machen. Kein Wunder. Die durchschnittlichen Einkünfte nach der Ausbildung stellen keinen großen Anreiz dar. Im Gastgewerbe wird die harte Arbeit besonders schlecht entlohnt. Doch auch Metzger und Bäcker verdienen in der Nahrungsmittelherstellung nicht üppig. Die reinen Kopfarbeiter verdienen auch in den nicht-akademischen Berufen am meisten. Köln. Am Institut der deutschen Wirtschaft beobachten die Experten den Arbeitsmarkt sehr genau. Insgesamt dreht sich der Arbeitsmarkt. Wir sehen heute, dass die Mitarbeiter sich oder die künftigen Mitarbeiter sich bei den Unternehmen noch bewerben müssen. Das wird künftig ganz anders werden. Die Unternehmen werden um die gut qualifizierten Mitarbeiter kämpfen müssen. Es wird ein regelrechter Wettbewerb ausbrechen und die Unternehmen bewerben sich regelrecht bei den Mitarbeitern als attraktiver Arbeitgeber oder als interessanter Ausbildungsbetrieb. Das Handwerk hat ein Imageproblem. Und zwar nicht erst seit das Bildungsniveau eines Landes an der Zahl seiner Studienberechtigten oder Hochschulabsolventen gemessen wird. Handwerksberufe sind out. Nur das Image dieser Berufe ist bei jungen Leuten eben nicht so abzuholen. Das heißt, junge Leute entscheiden oftmals auch natürlich nach dem Mainstream. Und ein Beruf, wo IT-Qualifikation sehr stark im Vordergrund steht, hat bei Jugendlichen einen anderen Stellenwert wie ein grundständig handwerklicher Beruf. Obwohl, und das hat die Image-Kampagne auch versucht aufzudecken, wenn man mal in den Berufen mal genauer reinschaut, dann kann man auch sehen, wie viel IT auch in einem Bäckerberuf beispielsweise steckt oder einem Beruf in der Reinigungswirtschaft. Trotz freier Lehrstellen, es gibt noch immer die Jugendlichen, die keiner haben möchte. Natascha Witting hat sich an die 30 Mal beworben, doch sie teilte das Schicksal vieler Hauptschüler, Ausbildungsplatz, Fehlanzeige. Eine Chance erhielt sie bei dem Münchner Gastronomen Markus Frankel. Bei dieser Kaffeemühle, das wollte ich schon lange mal sagen, bei dieser Kaffeemühle, die mal. Er setzt bewusst auf weniger qualifizierte Mitarbeiter und investiert in ihre gezielte Förderung. Aber du siehst, dass es noch an ist, siehst du an diesem orangen Licht. Und bei Schichtende wäre es super, wenn du da ausschalten würdest. Ja, mich hat das, die Aufgabe hat mich natürlich gereizt. Ich war selber ein sehr schlechter Schüler, nicht gerade im besten Viertel in die Hauptschule gegangen. Und es heißt offiziell benachteiligte Jugendliche. Für mich sind es Jungs und Mädels, die einfach sehr schlecht in der Schule waren.
Und ja, ich habe da auch meine eigene Geschichte erlebt und bin heute auch, ja, in Anführungszeichen, erfolgreicher Unternehmer. Und ich glaube, wir finden hier ganz gut eine gemeinsame Sprache. Den täglichen Betrieb stemmen Natascha und die 11 anderen Jugendlichen unter der Aufsicht einer Fachkraft im Service und in der Küche ganz allein. Hoga ist ohne seine Eltern aus dem Irak geflohen und in Deutschland unter die Räder des Schulsystems gekommen. Kein Abschluss, keine berufliche Perspektive. Ich wollte unbedingt hier kommen, weil ich Schwierigkeiten gehabt mit der Schule. Und weil ich wollte unbedingt hier kommen, weil mir Spaß macht und Schwierigkeiten, also halt die Leute, also die Mitarbeiter sind nett mit mir sind und das macht mir halt Spaß. Super. Dann schreibe ich 1%. Ja. Im Restaurant am Röckelplatz lernt Hoger nicht nur kochen. Er erhält Nachhilfe im Schreiben und Lesen, damit er in der Berufsschule den Anschluss nicht verpasst. Das hier? Okay, nicht nur Hoga hat mit den Anforderungen zu kämpfen. Ausbilder kritisieren die mangelnde Ausbildungsreife ihrer Lehrlinge. Weil die demografische Stärke der Jahrgänge schrumpft, kommen jetzt junge Leute auch auf die Unternehmen zu, die nur einen Hauptschulabschluss, nur einen Realschulabschluss haben, während vielleicht ein Unternehmen bisher gewohnt war, dass 80% das Abitur hatten. Das verschiebt sich und das macht sich dann selbstverständlich auch bemerkbar in den Qualifikationen. Viele Unternehmen stellen sogar Nachhilfelehrer ein. Ich war vor kurzem in einem Betrieb, die haben einen pensionierten Berufsschullehrer eingestellt, um den jungen Leuten erstmal Rechnen, Schreiben, Lesen beizubringen und sozusagen die jungen Leute ausbildungsreif zu machen. Auf der anderen Seite bringen die jungen Leute natürlich ein sehr großes Verständnis für alle elektronischen Medien mit, sind wirklich Profis mit dem Internet, können schon gut programmieren, ohne das gelernt zu haben. Das sind natürlich Qualifikationen, die in den Unternehmen auch gebraucht werden. Auch große Firmen wählen bewusst weniger qualifizierte Nachwuchskräfte. Die Firma Porsche hat sich zum Beispiel im Tarifvertrag dazu verpflichtet, benachteiligte Jugendliche zu fördern. Deshalb sind bei dem Autobauer 40% der Azubi-Stellen für Hauptschüler reserviert. Bisher sind die Erfahrungen mit dem Konzept gut. Somit tun sich wirkliche Perlen in Anführungsstrichen auch herauskristallisieren, die sich auch mit diesem Unternehmen identifizieren können. Und die dann oftmals mehr, sag mal, mehr Einsatz bringen, wie jemand, der vielleicht mit einem Einsatzdurchschnitt hier reingekommen ist. Zufriedene und dankbare Mitarbeiter, kann sich ein Unternehmen etwas Besseres wünschen? Leider bekommen Jugendliche ohne qualifizierten Abschluss nur selten diese Gelegenheit. Auf dem regulären Ausbildungsmarkt haben sie kaum eine Chance. Berufsvorbereitende Schulungen und Praktika sollen sie fit machen für eine Lehre. Was sie brauchen, sind Ausbildungsplätze. Was sie bekommen, sind Maßnahmen von den Arbeitsagenturen mit so verheißungsvollen Namen wie Jobstarter Connect, Job 4000 oder Fit for Job. Es hat deswegen nicht zu einer wirklichen sozialen Katastrophe geführt in Deutschland, weil wir ein sogenanntes Übergangssystem etabliert haben. Das heißt also, wir haben die Schule künstlich verlängert, kann man sagen. Vor allem um die Berufsschulen herum wurden noch weitere Angebote gemacht, um den Schulabschluss nachzuholen, um eine Berufsausbildung theoretisch vorzubereiten, vieles andere mehr. Da sind pro Jahrgang bis zu 400.000 junge Leute drin gewesen. Wir wissen nicht ganz genau, wer von denen nun schließlich dann doch noch den Weg in den Beruf gefunden hat, wer nicht. Die Bundesschätzungen von offiziellen Stellen, die ich für sehr realistisch halte, liegen bei 1,5 Millionen jungen Menschen, die nicht aus diesem System erfolgreich herausgekommen sind, also faktisch heute ja in einer Wartestellung sind, um in eine gute Berufsausbildung und in eine gute Berufstätigkeit zu gehen. Rund 6 Milliarden Euro werden jährlich für dieses Maßnahmenwirrwarr ausgegeben. Die Wirtschaft braucht die Jugendlichen dringend, doch offenbar vermitteln die Kurse ihnen nicht das, was die Wirtschaft sucht und so bleiben sie am Ende nicht vermittelbar. Die Ergebnisse waren halt meistens, ich habe es abgeschickt und dann 2 Wochen später kam die Absage, tut uns leid, wir haben schon einen oder es gibt bessere oder halt einen Eignungstest, aber dann auch, es gibt immer bessere. Andere Konzepte subventionieren die Ausbildungsvergütung.
Ein Anreiz, gerade für kleine Betriebe, schwächeren Jugendlichen eine Chance zu geben, sich zu beweisen. Jeder Ausbildungsvertrag, der nicht zum Berufsabschluss führt, ist eine große wirtschaftliche Belastung für die Unternehmen. Jeder erfolgreich Ausgebildete eine Investition in die Zukunft. Aber diese Investition ist groß. Und wenn gleichzeitig die Chance jetzt besteht oder alternativ die Chance besteht, dass sich aus Tschechien oder aus Polen oder aus einem anderen Land der Europäischen Union hochqualifizierte junge Arbeitskräfte bekomme, dann kann man keinem Unternehmen übel nehmen, dass es diesen Weg geht. Und für die jungen Leute in Europa, in einem zusammenwachsenden europäischen Arbeitsmarkt, ist das ja nun auch eine attraktive Geschichte, die eines Tages vielleicht auch mal deutschen Jugendlichen zugutekommt, wenn wir mal ins Straucheln geraten sollten. An einigen Orten in Deutschland werden in diesen Tagen die ersten ausbildungswilligen Jugendlichen aus dem EU-Ausland begrüßt. Größtes Hindernis für die Vermittlung sind fehlende Sprachkenntnisse. Deswegen werden Sprachförderkurse angeboten. Ist dies eine Lösung für den Fachkräftemangel oder eine Verschärfung der Ausbildungsplatzsuche für schwer vermittelbare Jugendliche im Land? Ich glaube nicht, dass wir die Heerscharen von jungen Leuten aus anderen Ländern nach Deutschland rekrutieren. Und hier ist sich ja auch Wirtschaft einig, dass man natürlich auch zunächst bei den Potenzialen ansetzen müssen, die im eigenen Land sind. Aber wir werden, denke ich, über dieses Thema Mobilität und Transparenz eine Mischung haben von jungen Menschen wie auch von Arbeitnehmern und Unternehmern, für die Mobilität etwas ganz Normales sein wird. Lernen und Arbeiten in anderen Ländern wird in Zukunft eine ganz andere Rolle haben, eine ganz andere Entscheidungsgrundlage auch sein, als das bei Menschen war, die vor 10 oder 20 Jahren aus den Schulen oder Hochschulen kamen. Elisa Kontoglu ist schon in Deutschland angekommen. Sie besitzt einen Master in Erziehungswissenschaft von der Universität Rhodos. In Griechenland sind Erzieherinnen akademisch ausgebildet, ganz anders als im reichen Deutschland. Das wusste ich nicht. Und ich dachte auch, warum suchen sie uns? Sie haben keine Erzieher. So, bei uns gibt es so viele Erzieherinnen, aber keine Arbeitsplätze. Es gibt nicht genug Erzieher und Erzieherinnen, weil dieser Beruf in Deutschland wenig Anerkennung genießt und schlecht bezahlt wird. Bald wird die Lage noch schlimmer, denn ab August 2013 haben auch Eltern mit Kindern unter 3 Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Es gibt viele Wege zum Erfolg. Eine betriebliche Ausbildung ist keineswegs eine Bildungssackgasse. Welche Qualifizierungsmöglichkeiten gibt es nach der Lehre? Josef Trendelkamp ist ein Vorzeigeschüler des deutschen Handwerks. Also das Interesse an Technik, an Flugzeugen, an Weltraum hatte ich natürlich schon immer. Das hat mich dann dazu gebracht zu sagen, okay, ich entscheide mich wirklich für eine handwerkliche Ausbildung, um zu erlernen, wie man solche Maschinen baut. Nach der Realschule lernt der damals 16-jährige Maschinenbaumechaniker im elterlichen Betrieb. Dem Vorbild seines Vaters und Großvaters folgend, die auch beide Meister sind, absolviert er die Meisterprüfung als Feinwerkmechaniker. Der Meisterbrief öffnet ihm die Tür zu einem fachbezogenen Hochschulstudium der Luft- und Raumfahrttechnik. Er nimmt teil am SOFIA-Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrttechnik und der NASA. In Kalifornien darf Josef Trendelkamp während eines Auslandssemesters ein Infrarotteleskop weiterentwickeln, das neue Erkenntnisse über die Entstehung von Sternen liefern soll. Wieder eine Fachkraft, die dem heimischen Markt verloren geht? Also mein Traum und mein Ziel war eigentlich immer, den väterlichen Betrieb zu übernehmen. Berufsausbildung, Meister, Studium. Im deutschen Bildungssystem gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich weiter zu qualifizieren. Die traditionelle Ausbildung im dualen System ist ein Baustein, auf den andere folgen können. Zum Glück, denn der breite Bildungsanspruch von Gymnasien macht es einseitig talentierten Menschen schwer, die Hochschulreife zu erlangen, mögen sie noch so begabt sein. Praktiker wie Josef Trendelkamp entscheiden sich daher oft erst einmal für eine Lehre.
Wichtig ist, dass man jungen Leuten klar macht, wenn ihr eine Berufsausbildung anfangt, ist das keine Sackgasse und ihr kommt da nicht mehr raus, sondern mit einer Ausbildung könnt ihr sämtliche Bildungswege und Bildungsziele erreichen, die es im Bildungssystem in Deutschland und international gibt. Und wenn wir die jungen Leute erst einmal in unserem System haben, dann liegt es an uns, sie auch im System zu halten. Das heißt, darauf würde ich einen Schwerpunkt legen, das System so attraktiv zu machen, dass der Anreiz da ist, eine Ausbildung zu beginnen und nicht direkt in die Hochschulen zu gehen. Das System ist allerdings auch so kompliziert, dass man sich darin verlieren kann. Doch wer es schafft, den Durchblick zu gewinnen, erkennt, dass zu keinem Zeitpunkt ein einmal eingeschlagener Weg in einer Sackgasse mündet. Schon nach der 10. Klasse entscheidet sich die Hälfte der Schulabgänger für eine berufliche Ausbildung. Handwerksmeister oder Techniker können sogar einen fachbezogenen Hochschulabschluss erwerben, allerdings werden dabei berufliche Kompetenzen noch zu wenig angerechnet. Das Diakoniekrankenhaus in Bad Kreuznach. Karl Wallraff macht hier seine Ausbildung zum Krankenpfleger. Er hat Abitur und könnte studieren, doch er hat sich, wie viele andere Abiturienten auch, zunächst einmal für einen Ausbildungsberuf entschieden. Gute Pflegekräfte sind schwer zu bekommen. Die Arbeitsbelastung ist hoch, die Bezahlung eher niedrig. Bis später, gell? Tschüss. Tschüss. Der soziale Status, die Bezahlung und wahrscheinlich auch die Qualifikation sind nicht auf dem Niveau, das wir brauchen für diese ganz wichtigen Berufsgruppen. Also da muss eine akademische Schiene mit hinein, eine Aufwertung der Ausbildung und dann der Berufstätigkeit. Aber ich würde mir auch hier wünschen, dass wir das dann nicht durch eine reine Akademisierung machen, nur durch die theoretische Stärkung der Ausbildung, sondern eben die akademische mit der berufspraktischen Ausbildung verbinden. Duale Hochschule wäre auch hier ein Denkmodell. Mehr Akademiker in der Pflege, das würde den Beruf attraktiver machen und ihn aufwerten. In 24 der 27 EU-Länder ist ein dem Abitur vergleichbarer Schulabschluss sogar Voraussetzung, um einen Pflegeberuf zu erlernen, nicht so in Deutschland. Hier wurde ein ganzer Berufsstand durch immer härtere Arbeitsbedingungen bei gleichzeitig sinkender Bezahlung unter Druck gesetzt. Das Berufsbild ändert sich. Einfache Tätigkeiten wie Betten machen oder Essen austeilen werden von Niedriglohnhilfskräften übernommen. Medizinisch qualifizierte Tätigkeiten von gut ausgebildeten, besser bezahlten Kräften. Wir beobachten ja seit vielen Jahren die Veränderung. Wir sehen, dass wir in den Krankenhäusern mittlerweile wesentlich mehr Ärzte tätig haben, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Wir haben aber weniger Pflegekräfte. Das heißt, die, die da sind, müssen innerhalb von kürzerer Zeit die Therapien mit überwachen können. Sie müssen diagnostisch fitter sein als früher. Sie müssen Prozesse in ganz anderem Maße steuern. Also auch inhaltlich kommt auf die Pflege eine viel größere Verantwortlichkeit zu. Schon vom Arbeitsmarkt her kommt der Trend für eine Höherqualifikation. Mit einer Höherqualifikation habe ich deswegen bessere Arbeitschancen, weil das die Qualifikationen sind, die der Arbeitsmarkt verlangt. Es ist nicht so, dass die Akademisierung der Ausbildung dazu geführt hat, dass man unakademisiert keinen Arbeitsplatz bekommt, sondern die Akademisierung spiegelt schon wieder, dass sich die Anforderungen gesteigert haben. Deshalb hält Michael Isfort den deutschen Weg, gezielt Hauptschüler für die Pflege anzuwerben, für falsch und auch für gescheitert. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, wenn man nicht mehr Leute dadurch in die Pflege bekommt, dass man sie abqualifiziert, ob es nicht ein Weg wäre, mehr Leute in die Pflege zu bekommen, wenn man die Pflege qualifiziert. Hallo, hi. Diesen Weg gehen die Ausbilder in Bad Kreuznach. Sie bieten eine attraktive und hochqualifizierte Ausbildung an und versuchen so, ihr Personal zu sichern. Okay, ich sehe schon. Viele ihrer Auszubildenden, darunter auch Kai Wallraff, absolvieren parallel zur herkömmlichen Lehre im Krankenhaus ein Krankenpflegestudium an der Fachhochschule. Ausbildungsintegriert erhalten sie so den Bachelor of Science in Gesundheit und Pflege. Die Nachfrage danach ist riesig. Also wir haben gezielt Anfragen von jungen Menschen, die gerne Pflege lernen wollen und gleichzeitig studieren wollen. Das schreiben die schon in ihren Bewerbungen rein.
Nicht nur in Rheinland-Pfalz, auch in anderen Bundesländern gibt es bereits diese dualen Studiengänge. Eine Entwicklung, die hoffen lässt, dass sich wieder mehr junge Menschen für einen Beruf begeistern, der ihnen viel abverlangt. Die fachlichen Anforderungen an die Pflegekräfte werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Ich habe gerade aktuell eine Studie gemacht in 560 Intensivstationen in Deutschland. Und dort sehen wir, dass hochkomplexe Entscheidungen wie, wann wird ein Patient wie beatmet, welche Einstellungen werden an dem Gerät vorgenommen, wie wird die Schmerzmedikation geführt. Das alles sind Entscheidungen, die längst in der Realität von Ärzten und Pflegekräften in gleichem Maße und auch auf Augenhöhe beantwortet werden. Also die Diskussionen, die wir da führen, hinken der Realität weit hinterher. Wie in der Pflege sind viele Berufe hierzulande nicht akademisiert, anders als in den meisten OECD-Ländern. Und so steht Deutschland auf den ersten Blick als Land der Bildungsverlierer da. Denn laut OECD gibt es hierzulande bei den 25- bis 34-Jährigen mehr Bildungsabsteiger als Aufsteiger. Mit anderen Worten, der Nachwuchs erlangt im Durchschnitt niedrigere Bildungsabschlüsse als die Eltern. In den meisten anderen Ländern hat dagegen der Nachwuchs einen höheren Abschluss als die Eltern. Das Institut der deutschen Wirtschaft kommt zu ganz anderen Ergebnissen, in dem lediglich der Ausbildungsabschluss zu einem späteren Zeitpunkt betrachtet wird. In Deutschland, das wissen wir ja, dauern die Ausbildungen meist wesentlich länger. Also wenn man ein Studium abschließt oder sogar noch eine Promotion abschließt, dann ist man nicht fertig unbedingt mit 29 oder 30, sondern eben erst Mitte 30 beispielsweise. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat deshalb die 35- bis 44-Jährigen befragt. Rund ein Drittel erreicht einen höheren Abschluss als der Vater. Im Vergleich zu den Abschlüssen der Mutter, die in der OECD-Studie gar nicht berücksichtigt wurden, dürfen sich sogar gut 40% der Kinder als Bildungsaufsteiger sehen. Abitur und Studium sind nicht alleinige Garanten für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes. Was ist eine Berufsausbildung wert und wie lässt sie sich mit anderen Bildungsabschlüssen vergleichen? Früher gab es weniger unterschiedliche Berufsbilder. Die Anforderungen und Abschlüsse waren einheitlicher. Heute treffen von Bundesland zu Bundesland, aber auch innerhalb der EU, die unterschiedlichsten Abschlüsse und Berufsbilder aufeinander. 2012 einigten sich Bund, Länder, Sozialpartner und Hochschulvertreter auf die Einführung des deutschen Qualifikationsrahmens, um mehr Transparenz zu schaffen. Er besteht aus 8 verschiedenen Stufen. Auf Stufe 1 und 2 ist die Berufsausbildungsvorbereitung angesiedelt. Dann folgt die eigentliche berufliche Ausbildung. Das Besondere, auf Stufe 6 werden Meister und Techniker dem gleichen Niveau wie dem Bachelor zugeordnet. Damit wird erstmals das berufliche Know-how gegenüber dem akademischen Wissen aufgewertet. Die Expertengruppe arbeitet derzeit noch an den Details. Auch wenn nicht alle. Jetzt wurde damit ein Zeichen gesetzt für die berufliche Ausbildung. Und das ist ein politisches Signal, was letztendlich darauf abstellt, dass es zwischen beruflicher und akademischer Bildung eine Gleichwertigkeit gibt. Und das muss sich durch alle Niveaus von Qualifikationen durchziehen. Und wenn uns das gelingt und wenn Gesellschaft an sich auch dazu beiträgt, die Wertigkeit von Berufsbildung entsprechend anzuerkennen und das auch ein Stück weit vorzuleben, dann habe ich gute Hoffnung, dass wir auch wieder mehr Fachkräfte und mehr Interessenten für diesen Bereich gewinnen. Dass ich weiß, mit einem bestimmten Abschluss, der einen festen Namen hat, den jeder sofort versteht und der in jedem Bundesland bzw. im Idealfall auch in jedem europäischen Land identisch ist, bekomme ich anschließend ohne große besondere Bedingungen den Zugang zu einer nächsten Ausbildungsstufe. Das ist die Idee, dass das System insgesamt transparent wird, aber auch fair bleibt, dass ich also nicht in einem Bundesland etwa das Abitur machen kann mit einem geringeren Aufwand als in einem anderen und kann in das gleiche hochattraktive Studium dann einsteigen. So etwas soll vermieden werden. Es ist also eine elementare Frage der Gerechtigkeit, der Bildungsgerechtigkeit.
Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Die Probleme damit fangen schon in der Schule an. Hier bleibt noch viel zu tun. Deutschland hat es da mit seinem föderalistischen System schwerer als andere Länder. Oder etwa nicht? Föderalismus oder, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, Selbstständigkeit auch jeder einzelnen Schule und jeder einzelnen Hochschule sind sehr positiv, weil jede dieser Institutionen dann sehr flexibel den Bildungsprozess gestalten kann. Aber das geht nur, wenn der klare Rahmen da ist, was der Abschluss wert ist. Sonst fängt man an, sich gegenseitig gewissermaßen zu bemogeln und auszutricksen und in die Tasche zu lügen und so zu tun, als wenn die Abschlüsse etwas taugen. Nach ganz oben hat es auch Aysin Akdemir geschafft. Nach der Hauptschule absolvierte sie eine Lehre als Gebäudereinigerin und schloss diese als Jahrgangsbeste ab. Über den Meisterbrief erwarb sie den Zugang zum BWL-Studium. Flexible und durchlässige Bildungssysteme sind die Grundvoraussetzung, um Barrieren abzubauen, auch europaweit. Wenn sich das einmal einspielt, dann bekommen wir eine für die europäische Mobilität wichtige Transparenz über das, was in Qualifikationen drin steckt. Wenn Sie so wollen, ist dann der europäische Qualifikationsrahmen die europäische Währung für nationalen Qualifikationssysteme in Europa. Mit dem deutschen und europäischen Qualifikationsrahmen soll die Gleichwertigkeit von allgemeiner, beruflicher und akademischer Bildung verwirklicht werden. Jeder hat die Chance, sich weiterzubilden. Und so wird aus der Gebäudereinigungskraft eine Unternehmerin, die Arbeitsplätze schafft. Deutschland unterstreicht damit noch einmal seine Sonderstellung in Bezug auf die duale Ausbildung. Das muss sich jetzt entsprechend entwickeln, das muss publik werden, das muss Standard werden. So wie wir einen Reisepass in der Tasche haben, wenn wir ins Ausland reisen, oder einen Personalausweis, so kommt demnächst so ein europäischer Lebenslauf im Rahmen eines europäischen Bildungspasses dazu. Und das soll die Mobilität erleichtern in Europa und soll aber auch dazu beitragen, dass man Anerkennungen auch besser realisieren kann. Deutschland, Österreich und die Schweiz tun in jedem Fall gut daran, ihren eigenen praxisbezogenen Weg in der Berufsbildung weiterzugehen. Die berufliche Bildung ist der Garant für den Erfolg der deutschen Wirtschaft. Ausbildungsberufe verdienen mehr Anerkennung. Dann wird auch der Nachwuchs begeistert sein. Die möchten einen interessanten Arbeitsplatz mit Entfaltungsmöglichkeiten, mit Freiheiten, mit Selbstständigkeiten, eine flache Hierarchie, schon klare Regeln und Strukturen, aber doch am Ende die Möglichkeit, sich selbst einzubringen und zu verwirklichen, kann man fast sagen. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Und dann auch die Beweglichkeit zu haben, um eine Familie mit dem Beruf zu verbinden. Und wer sich darauf einstellt als Unternehmen, der hat am Ende die Nase vorn beim Kampf um die besten Köpfe, ganz klar.